Jungfräulein willkommen, ganz normaler Tag, oder? Man loggt ein, macht 10 anderen Scrolls, damit man ein Stück für Elite Pieces bekommt, sammelt die, drückt drauf, es kommt Lightning und es kommt irgendein weiteres fucking unnötiges 5-Star. What the fuck, ey. Aber ja, was mache ich jetzt mit einem Wunzer, hey? Ich schwöre, warum kann ich nicht mal irgendwas kriegen und ich weiß, nachher kann ich wieder 17.000 Kommentare lesen, dass ich mich mal freuen soll oder warum ich so genervt bin oder keine Ahnung. Ja, weil es mir halt einfach nichts bringt hier, ne? Keine Ahnung hier, was will ich mit ihm hier? Er bringt mir halt nichts zum RT-Cleaven. Ich will halt irgendwas mit dem ich halt in RT-Cleaven kann, ne? Ich meine, ich werde sicher irgendeinen Nutzen finden und so. Aber keine Ahnung, da wäre mir irgendwie fast sogar noch eine Trinity oder so lieber gewesen, aber okay. Ich mache jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Ich wollte eigentlich gerade mit meinem Hund rausgehen hier. Gut, Freunde, wir kommen zurück. Die Zeiten des Cleaves sind vorbei. Es sind irgendwie so ungefähr so. Irgendwie so ungefähr so. Weiß ich nicht, 3, 4 Stunden vergangen, seit ich Wunzer gezogen habe. Ich habe Gilly dafür bezahlt, dass er meinen Account reroot. Ich meine, ich habe zwar noch nicht gezahlt, aber ich werde es dann machen. Das waren irgendwie so die Units halt, bis auf den Wassersniper irgendwie. Keine Ahnung genau, warum er den irgendwie auch geruht hat, so keine Ahnung. Dafür hat er zum Beispiel Belonius entruht, macht ja nichts. Ich meine, ich kann ja auch Units runen. Es ist ja nicht so, dass ich keine Units runen kann. Ich bin halt nur nicht wirklich besonders gut darin, weil ich erstens kein Optimizer use und zweitens, was mir halt irgendwie am Sack geht, ne? Ja, das ist halt irgendwie so übrig geblieben. Ja, Fairy King einfach wegen dem Speed Lead, ne? Der ist wieder auf Despair Will. Für noch mehr RNG und so. Ja, Stats seht ihr, er hat Poseidon geruhnt. Ein 300er Poseidon, ne? Ja, Swift Will. Er hat den Wassersniper, wobei da weiß ich irgendwie nicht so genau, wie der halt irgendwie reinpasst. Na, das Ding ist halt, das ist jetzt eigentlich so komplett wieder Neuland für mich, also, ne? Wasserstriker auf Despair Will. Irgendwie so meine Überlegung wäre gewesen, dass ich ihn hier, Wasserstriker, mein schnellstes Swift-Set gebe. Wunzer irgendwie das zweitschnellste oder so und den Feuerpinsel irgendwie das drittschnellste. Das wäre irgendwie mal so meine Überlegung gewesen, aber schauen wir mal. Hat eigentlich Artefakt irgendwie auch getauscht? Hier? Jo, ne? Sieht ganz gut aus, glaube ich. Ja? So. Weiß ich nicht, was haben wir da artefaktmäßig? Okay. Oh mein Gott, ja. Okeanos, Biowill. Scheiße, ich habe gar nicht gewusst, dass ich irgendwie ein 180er Bio-Set zusammenbringen hier. Ja, Accuracy nicht so wild, würde ich sagen jetzt. Aber gut, da haben wir halt Accuracy am dritten. Ist okay. Ist sowieso eine Lüge, ja. Rika, Despair Will, High Accuracy, High Resistance, Tanky. Rika sowieso nur mehr so halt als Last Pick gedacht, ne? Weil, weiß ich nicht, der Gegner irgendwie sowieso keine Immunity pickt und das ist sicher, ihr wisst es, ne? Ja, dann haben wir Jun, Swift, Broken, er hat auch alles gemaxt, also mein Jogun war davor, hatte davor überhaupt keine Skill-Ups und auch hier Wunzer ist jetzt halt maxed, habe ich gesagt, kann er machen, ist okay, hätte ich sowieso gemacht, nur wenn ich die jetzt benutze, ne? Jo, Ciara, 95 Crit Rate, Accuracy ganz gut, Resistance 0, macht nichts. Jo, Defense, Speed, alles ganz okay, würde ich sagen, auf Bio Nemesis. Okay, warum eigentlich nicht? Ich meine, ja, wir werden halt sowieso irgendwie halt immer auf Turn 1 gehen. Das wird halt so der Plan sein, ne? Na gut, schauen wir mal. Jo, dann haben wir Genny. Genny ebenfalls auf Bio Will. Genny hatte ich irgendwie auch überlegt, ob ich mich da auch irgendwie so auf Swift baue oder so. Das Ding ist halt, ich will halt nicht alles auf Swift bauen. Ich will halt irgendwie schon ein bisschen Vios haben, ne, für RNG, für halt irgendwie Lacken, ne. Dann haben wir Chong Pung, den ich ja eigentlich überhaupt nicht benutzt halt, ja. Also wirklich überhaupt nicht, obwohl ich ihn mega gut finde, also ohne Scheiß. Hier oben ist Savannah. Savannah hat auch umgebaut.
Okay, Low Crit Rate, das dürfte wahrscheinlich irgendwie eine Speed Attack Attack Savanne halt sein, ne? Okay, Speed HP. Gott, was ist das für eine crappy Rune hier? Kann ich eigentlich Crit Damage schreiben? Ballern, ne? Haben wir ein lila Dings? Na, haben wir nicht. Naja, was soll's. Was ist das für eine. Okay, ich glaube, ich muss irgendwie nachher wieder Raid. Ja, oder würde ich irgendwie eine HP-Rune rein? Naja. Okay, Kinky. Kinky HP ganz gut. Bisschen Attack, Speed, Defense, High Resistance. Auch auf das. Der Nemesis, ja, macht natürlich Sinn. Destroy in RT ist halt nicht so wild. Ja, Han, ne? Han wäre mal, oder ist irgendwie mein Plan, dass ich ihm halt, ey, ihr wisst, seh, es ist halt, ich finde ihn nicht schlecht, ja, also ist wirklich nicht schlecht, aber halt, so wie ich ihn halt immer gespielt habe, halt einfach Turn 1, ne, mit, ich sage jetzt einfach mal Gelly und Tiana, das funktioniert halt nicht, weil er eben kein extra Turn kriegt, sondern eben nur 100% attackbar, ja. Aber in RT ist ja das Ganze ein bisschen anders, also. Ja, aber ich hoffe, dass mich Hahn ordentlich carried. Okay, Crit Damage am dritten. Na gut. Und ja, im Wunster noch über. Okay, der ist ziemlich squishy, weil er wahrscheinlich eine Slot 6 Accuracy Rune haben wird. Jupp. Okay. Was sag ich mal logisch ist, ne? Na gut. Probieren wir halt mal, ne? Achso, scheiße, ich wollte eigentlich schauen, Gil hat irgendwie selber ein paar Attacks gemacht hier. Zwar keine offiziellen halt, ne? Aber gut. So. Okay, Ciara, das heißt, wir machen unsere AIDS-Combo. Nämlich die beiden. Run, Rector. Okay, dann kann ich natürlich hergehen. Und Okeanos picken. Soll ich Savannah picken hier? Probieren wir mal. Und vielleicht irgendwie so Hahn als Last Pick. Oder Poseidon. Oder Wassersniper. Oder Kinky. Okay. Ich würde sagen, ich bann Bird, oder? Komm, scheiß drauf, wir picken Hahn. Würde einfach deswegen, weil ich Angst habe, dass er revenged, ne? Okay. Na gut. Wie schnell ist das Oki 180 auf Bio? Das heißt, er irgendwie auch behindert, halt mein Oki moved halt jetzt dann irgendwie first, ne? Oh nein, meine Savannah moved first, was aber auch nicht schlecht ist. Kann ich France strippen? Oder auch nicht? Das ist sehr gut hier. Das fängt schon gut an hier. Okay. Das ist gar nicht so übel, weil jetzt kommt eben der Striker dran. Mach was Vernünftiges, du Noob. Na bumm hier. Ja, jetzt wieder mein Hahn bomben. Hat aber resisted. Droppt ein Vio. Und er ist tot. Wow. Und genau das ist der Grund, warum ich eigentlich diese Teams nicht spielen will. Aber gut, vielleicht war es jetzt einfach nur Pech, ne? Schauen wir mal, wir haben ja noch 29 weitere Versuche. Okay. So. Okay, pass auf. Das Ding ist halt auch, ich muss mich jetzt auch erst wieder. Also es wird sicher ein bisschen dauern, ne? Bis ich mich an die Teams irgendwie gewöhnt habe und ne? Ich meine, ist halt ein bisschen was anderes als Bastet Draco Lucian Kaki in jeden Fight zu picken halt. Ne? Okay, Leo, du verdammte Pussy.
Tja. Savannah macht irgendwie gerade keinen Sinn, ne? Oder? Hey, scheiß drauf, lass Savannah picken hier und Leo bannen. Wir wollen wenigstens zwei Speedleads, das ist halt das Geile, ne? Mit Hahn. Okay, er bannt meinen Hahn. Wir haben halt, ja, nicht viel Damage halt, ne? Das ist halt das Problem. Scheiße. Okay. Du bist mein Freund. So, mach's. Defense Break. Okay. Will ich stunnen? Ja, irgendwie schon, oder? Okay. Normalerweise, mein alter Striker würde übertrieben sein Damage machen, aber der macht halt überhaupt kein Damage. Aber es macht ja nichts. So, lass dich resetten. Und dann müssen wir Juno killen. Und dann gehen wir auf Ciara. Naja. Der ist resettet, kann nichts machen. Tja, und dann hätten wir halt. Keine Ahnung, es ist ja nicht mal, dass irgendwie. Natürlich würde ich sagen, dass mir Cleave, also, was heißt natürlich? Mir macht Cleave natürlich mehr Spaß, so nicht mehr Schaden. Einfach weil es halt, ja, macht halt irgendwie, wie gesagt, mehr Spaß und ist halt in 2 Minuten halt vorbei, ne? So. Und du hast halt einfach weniger RNG, ne? Wenn du halt irgendwas hast. Keine Ahnung, du wirst resistet, keine Ahnung, ne? Was. Aber gut. So. Okay. Das wird auf jeden Fall ein Triton-Bann. Irgendwie würde ich mir. Ja, scheiße, in der Poseidon will auch keine Skill-Ups jetzt, ne? Na gut, bleiben wir wieder bei Savannah. Bannen seinen Triton. Okay. Er hat halt trotzdem jetzt den besten Speedlead, ne? Kann man nichts sagen. Also, das könnte halt irgendwie. Könnte sein, dass sein Tableau halt zuerst rankommt, dann sind wir irgendwie im Arsch, wahrscheinlich. Oder sind okay. Okay, er kann es aber nicht stunnen. Weil dann unser Striker drankommt. Okay. Ja, das Problem ist halt ja. Oh, Vioproc. Stun. Okay, Tarok ist stunned, aber ich glaube, das hilft mir jetzt auch nicht mehr viel. Mal absolut keine Cooldowns. Naja. Okay. Ja, das brauche ich gar nicht mehr. Ja, keine Ahnung, hey. Hör auf mich zum Spammen, du Wichser, hey. Dein scheiß Emote, hey. Nur weil du einen Drecks Fairy King pickst, geht mir auch so im Sack, hey. So viele Leute picken auf einmal. Es kommt wirklich nur noch darauf an, wer den besseren Speedy irgendwie so hat. Das ist ein bisschen übelst nervig hier, aber was soll's. Okay, Mörchen, hä? Huh? Vielleicht hätte ich ihn picken sollen hier. Er ist doch super OP gerade. Okay, er kommt hier mit so einer Leo-Scheiße an. So. Machen wir mal sowas. Irgendwie wäre er da gerade geil. Ein nice Artefakt hier. Das Ding ist leider, Savannah macht so überhaupt keinen Schaden. Probieren wir mal Poseidon, keine Ahnung. Okay, Banden. Natürlich Hahn. Ich kann mit Attack Lead gehen. Wenn man leider keinen Death Break, irgendwie ist es irgendwie so ein bisschen.
bisschen komisch hier mit der Kommodawahl. Aber gut, nicht zur Winterwahl. So. Was machen wir? Lass dich scrollen. Natürlich revenge mich hier. Ja. Ich habe es. Ja. Ah, Gott, mein Arm. So nervig. Wirklich scheiß Words, auch die nur noch Triple Revenge Words hier. Ja. A nice resist of Word. Na komm, revenge mich, ha? Natürlich. Keine Ahnung hier. Wir machen halt jetzt überhaupt kein Damage, ne? Okay, Reset. Okay. Stun. Kill Word. Oh, scheiß Molly wieder da. Oh mein Gott, hey, wie oft. Ja, ich weiß nicht. Bin ich irgendwie nicht so happy hier. Okay, lass Molly nochmal scrollen. So, wird Revenge mich sicher jetzt wieder. Nein? Eh wurscht, ne, weil. Okay, kill den. Ja, das Ding ist halt, wir killen halt. Ich glaube nicht, dass wir es irgendwie schaffen, Molly zu killen. Kill Juno. Kill Juno, bitte. Ja, wir sterben halt dann irgendwann an Molly, keine Ahnung hier. Vielleicht hätte ich doch Savannah picken sollen, oder? Irgendwie ist egal was für ein Team ich spiele, irgendwie. Ich weiß nicht. Irgendwas passt irgendwie immer nicht. Schwierig, hä? Okay. So, was pickt man jetzt hier? Dich und dich. Wäre natürlich bitter, ne? Wenn ich jetzt irgendwie trotzdem nicht höher komme, als wenn ich normal cleaven würde. So. Vielleicht baue ich auch Savannah um hier. Muss Savannah so schnell sein hier? Das ist halt geile Rune, ne? Das ist halt. Schwer. Es war auch irgendwie etwas, was ich erwartet habe, dass dann so Wunser und Hahn irgendwie halt gebannt werden oder irgendwie so in die Richtung halt, ne? So, ziemlich viel Feuer, ne? Allerdings überhaupt keine Immunity, wenn ich Lulu bann. Probieren wir mal. Lulu auch mega OP. Okay, er bahnt natürlich meinen Hahn. So, jetzt ist die Frage, ob wir out. Naja, wir sollten outspeeden. Base Speed für den Gewinn. Jetzt kann ich mich nicht mehr über Base Speed beklagen. Ne? Der einzige Grund, warum Wunzer wirklich gut ist. So. Oh. Scheiß Wörter hier, aber okay.
Reduce. Werde gestunt. So, sollen wir noch mehr stunnen? Ja, lass noch mehr stunnen. Wow. Lass Yara resetten. So, Rika werde Revenge sicher gleich wieder. Nein? Okay, Monkey. Bioproct. So, ich sehe leider, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viel HP der Jogun hat. Ich meine, man sieht es irgendwie zwischen dem vorletzten und dem letzten Dot, hä? Ja. Ha, resisted, motherfucker. Ja, Sierra Bioproct. Gut, dass wir dich resettet haben, hä? So, Jogun sollte irgendwie auch sterben. Sierra, glaube ich, stirbt auch, also. Für den Fall, dass Sierra irgendwie nicht stirbt. Okay, Stunned in Word. Und dann müssen wir irgendwie den Monkey killen. Oh, nice, Revenge, hä? Hörst du mal auf, mich zum Revengen, hä? Was ist denn das schon wieder, hä? Fick dich doch, ich meine, er gewinnt eh nicht mehr. Was ist mit dem hier? Triple Revenge oder was? Geh mal weg hier. Ich bin mir nicht sicher, warum hat er den. Der Wasserstriker. Ich meine, er ist halt auf Despair, ne? Despair ist halt schwerer zum Runen als halt auf Swift, ne? Aber irgendwie würde ich ihm halt den wirklich. Ja. Also ich habe jetzt drei Stripper, ne? Ich habe den Pinsel. Ihn hier. Nee, was ist da oben hier? Scheiß drauf. Das Ding ist halt, er ist halt langsamer als zum Beispiel Savannah und so. Ne? So, was hat der jetzt hier? Double Speed Leads. Also pickt man dich und dich, oder? Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt cool ist. Oh Gott, was ist denn das? Ist das die. Okay. Lass Shimmy bannen, hä? Huh? Okay. Also, wir kriegen auf jeden Fall Turn 1. Ich schwör, ich bin jetzt auch so ein verdammter Bastardo, hey, der. Keine Ahnung, 17 Speed Leads und 18 Stripper pickt, hä? Hey? Ja. Oh, das ist aber schlecht, hä? Huh? Jetzt kriegen wir keine Attack-Bar halt, ne? Okay, aber wenn er mich jetzt strippt, kommt mein Striker dran. Und er kann nur. Ja. So, Striker. Naja, okay. So, wir killen dich. Haben auch 100% Crit, weil. Light und so. Ist nicht absolut AIDS hier. So, eins mache ich noch. Da muss ich mal irgendwie ein bisschen Pause machen. Dann muss ich Gildi sein Pack kaufen. In der Zeit kann das Ding dann irgendwie so rendern und dann gehe ich mit meinem Hund spazieren und dann mache ich irgendwie weiter und dann. Dann hoffe ich, dass wir hochkommen, hä? Ich will eh nur halt. Ich will einfach in jeder Season. Und das halt ziemlich leicht G1 erreichen. Mehr will ich eh nicht hier. Scheiß auf G2 und G3 ist sowieso uninteressant. Das wird sowieso niemals irgendwie was, ne? Aber halt zumindest ein safes G1 halt, ne? Das Ding ist halt jetzt, ich hab keine Chance mit meinem Cleave-Team, also wirklich. Absolut keine Chance leider. Ich sollte vielleicht mal Dings hier. Ich würde gerne Chongpong auch mal usen hier. So. Okay. Ich pick auf jeden Fall Wunser.
Und Hahn wieder, ha? Okay, dann bauen wir den Scheiß Fairy King. Er hat halt irgendwie so nicht viel Damage gerade. Okay. Kann sein, dass seine Äffner und seine Katze irgendwie Turn 1 kriegen. Theoretisch. Jo, weil Äffner overpowered und Base Speed. Habe ich eh gewusst, hey. Ja, dann. Oh mein Gott, ist das dein Ernst? Nicht gekrittet, hä? Huh? Resisted! Okay. Ich glaube, das verlieren wir irgendwie. Oh, nice, dann. Na, ja, natürlich musst du mich killen hier. Naja, das gewinnt man nicht mehr. Auch wenn ich gerade Lucky Stunts habe, aber er hat Heal mit Fran. Huh. Bioproc Okeanos, hey. Bioproc. Okay, aber wir haben Passive. Keine Ahnung hier. Erster Skill? Naja, zweiten Skill, oder? Ach was. Okay, stunt mich. Kein Bioproc von mir. Und mit seiner Katze. Okay, ich dachte, er finisht jetzt meinen Strike, aber hey. Er macht halt keinen Damage. Also, keine Ahnung. Wieso habe ich jetzt wieder verloren, hey? Ja, wegen Base. Das sind auch so die Leute, ich weiß nicht. Ich meine, man kann ja nichts sagen hier, ja? Edna und Jasmina 120 Base Speed, ja? Das ist einfach dumm von den Entwicklern, dass du sowas machst, ja? Das ist halt einfach Bullshit, also. Aber gut. Oha. Warte. Lass dich mal picken jetzt, hä? Hey? Oh, pack die Overpowered D-Net 5 aus. Ne, das kann ich aber auch hier. Wir brauchen auf jeden Fall keinen Wunser. Ich würde irgendwie Hahn picken. Ich würde irgendwie gerne Hahn und Genny picken, ja? Aber dann haben wir irgendwie auch wieder keinen Damage. Pick mir Savannah hier. Ich brauche mehr Units. Ich will mehr Units picken können. Und er pickt Diana. Ah, wie scheiß drauf, wir bannen sein Dexword. Wir haben viel zu viel AOE. Wir kommen sowieso als erstes dran. Also Speed. Er bannt sicher Hahn. Natürlich bannen sie Hahn hier. Okay. Was hältst du davon, wenn ich Attack Lead für Savannah mache? Ich meine, die macht eh kein Damage, aber ist ja wurscht. Die anderen machen auch alle kein Damage. So. Okay, wir können dich scrollen. Oh, so, Reduce, Attack, Defense Break. Defense Break nur. Na gut. Okay. So. Cooldown Increase. Schaut, glaube ich, ganz gut aus. Finish. Tja. Ich glaube, der kommt irgendwie nie dran, ha? Huh? Oh. Aber wir haben, glaube ich, hier resettet. Okay. Seine Leona kommt gleich irgendwann mal raus. So, Reduce. Keine Stunts oder irgendwas. Wer ist mal mit Bioprocs hier? Okay. Jetzt hat er Heal. Okay, weg mit dir. Fuck.
Okay, Full Strip. Ich werde auf Savannah gehen. Jo. Dismounted mich nicht. Kann ich mal Bioprocken? Wieso kriege ich keine Bioprocks hier? Das ist wieder so Bullshit. Jetzt bin ich so angewiesen auf irgendwelche Bioprocks hier. So, okay, neues. Komm, scheiß drauf. Deathbreak? Nicht ein Deathbreak hier. Nicht ein Deathbreak. Er killt jetzt meine Savannah, ne? Nice Crit. Na gut, ich kann mich nicht mal beschweren mit 50 Crit Rate, die wir nicht mal haben. Super Can Stun. Reduce. Er revenged mich. Geh bitte weiter. Was ist das schon wieder? Finish den Vigor. Ey, wir kriegen keine Bioprox hier. Und natürlich stunnt er mich. Okay, wir stunnen auch mal. Defense Break! Nice. Savannah, du musst critten hier. Na gut, aber solange Death Break oben ist, wir outspeeden ja. Ja, keine Ahnung hier. Savannah ist auf Bio und der Chong Kong ist auf Bio und wir haben nicht einmal geprockt. Im ganzen fucking Spiel. Ich schwör, ich bin so unlucky manchmal. Ich weiß nicht. Ich kann auch gar nicht beschreiben. Ich hab, warte mal. Das Ding ist, ihr müsst mal schauen, ich habe 611 Matches bis jetzt gespielt. So viel hatte ich noch nie. Nicht mal irgendwie in den... Hier. Die letzten beiden Seasons zusammen hatte ich 600 Matches, ja. Und ich habe teilweise Matches verloren. Einfach weil ich nicht genug Schaden... Das hört sich wieder dumm an, ja. Weil ich nicht genug Schaden gemacht habe, aber halt einfach so, weil die Gegner mit 2 HP gefühlt überlebt haben. Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie viel es war. Aber, ja, ich schwöre, der Kaki-Nerf. Wäre der Kaki-Nerf nicht, oh mein Gott. Hey. So. Du bist wirklich auf Fire, oder? Ja. Bist du Accuracy? Oh, ein Leo. Picker und eine Juno. Weißt du, dass hier Rika mega geil wäre? Komm, scheiß drauf. Wir picken Rika und bannen seine Juno. Ich bin mir sicher, bannt Rika. Das sag ich, ja. Schauen wir mal, keine Ahnung. Ich glaube irgendwie, dass wir das verlieren, aber... I don't know. Wir haben ja ziemlich viel auf Will. Deswegen scheiß auf seinen Leo, außer mein... Na, alles ist auf Will, ne? Jo. Das war eh klar. Okay, was hältst du davon, dich zum Resetten? Okay, jetzt cuttet halt natürlich seine Diana, okay. Ziemlich pussy. Er hätte, glaube ich, gleich meinen Hahn killen können. Boah, so nervig hier. Dann. So, pass auf, wir machen Death Break. Oh. So, schalt auf seine Drecks Diana. Jesus, ey, machst du mal Damage? Aha. Okay. Scheiße. Oh fuck, ey, man. Oh scheiße, ich dachte irgendwie Okeanos kommt irgendwie. Okay, das war jetzt mein Fail. Ich dachte irgendwie Okeanos kommt jetzt noch dran. Okay, das war gerade mein... Das war gerade irgendwie mein Fehler. Na gut. Gott, dass der überhaupt kein Damage jetzt mehr macht, der scheiß Striker, ne? Ich meine, der hat davor auch schon kein Damage gemacht, aber... So... Okay, wir stunnen. Aber gut, das hält nicht so lange wegen Leo.
neu stonnen. Aber ich glaube, wir gewinnen das halt trotzdem nicht. Wir haben halt kein Damage. Ja? Wir haben halt kein Damage und kein Sustain. Und er proggt halt bei, im Gegensatz zu mir, ne? Oh, ein Bioprock, aber was soll ich jetzt damit, ha? Stun ihn. Scheiße. Was weiß ich, kill ihn hier. Ja. Okay, wir sind irgendwie lucky mit Despair Stunts und wir kriegen mal einen Bioprock. Er kriegt natürlich auch direkt einen Bioprock. So, lass dich resetten hier. Das Ding ist halt, ja, der Strike ist relativ OP eigentlich gegen Leo. Na, wegen Passive. Aber er geht natürlich auf Okeanos. Crittet uns zweimal hintereinander, dottet uns zweimal hintereinander. Und damit ist eigentlich schon wieder GG, weil wir sterben an den Dots. Also das sind so Sachen, die einfach... Ich will nicht sagen, dass wir es gewonnen hätten, ja, zu 100%. Aber... Und ich sollte eigentlich mal aufhören, ja, aber ist ja wurscht. Aber dass er jetzt gerade zweimal meinen Okeanos crittet, ja... Bullshit, oder? Ich meine, Wind, Feuer. Keine Ahnung. Es ist. Eine Bastet. Könnte das ein Cleaver sein? Oh. Nein, könnte er nicht. Könnte nicht. Komm her, pick du Bastardo. Und oh, erst pickt er Bastet und dann pickt er Leo, weißt du, man, oder hat's dich? Vielleicht sollte ich auch Haning das Last Pick picken, oder? Keine Ahnung. Ich meine, wir müssen sowieso schon wieder Leo bannen. Und scheiß Molly. Scheiß Molly ist das da hier, ne? Und Jäger. Ich überlege gerade Rika zum Picken. Na, oder? Lass Savannah picken hier, keine Ahnung. Rika ist halt. Ja. Ich hatte irgendwie gerade überlegt, ob ich Echo Silly picke, aber wer weiß, wie schnell die Bastet ist, ne? Wobei seine Units sicher nicht Speedtunes sind, wenn es eine wirklich, weil es eine Swift Bastet wäre, was eh nicht ist. So! Ja, nice Strip. Und genau das ist der Grund, warum ich diese Teams hasse, ja. Eigentlich sollte der Dings, der Striker sollte vor Okeanos, glaube ich, moven. Aber was soll's. So, pass auf. Können wir dich... Er resistet halt einfach alles. Was ist denn das für eine Bastette? Ganz ehrlich, das ist halt schon wieder... Und wirklich, das genau das... Genau das sind die Gründe, warum ich diese Teams hasse, einfach. Oh, Bioprop von Molly, out of stun, ne? Können wir stunnen, trotz Glancing? Na, warum auch? Also, warum gewinnt er? Weil er gelackt hat, ne? Kann man nicht anders sagen, oder? Proc. Was soll ich sagen hier? Was soll ich tun hier? Er resistet das, er resistet das, er resistet das. Na, was willst du tun hier? Keine Ahnung. Ja, komm hier. Oh, natürlich stand er mich, ne? Ja.
Ja, ich meine ganz ehrlich. Ganz ehrlich, ja, das ist einfach. Was willst du dagegen machen? Ist halt, ja, dass sie da nicht mal irgendwie was dran ändern können. Warum kannst du aus CC rausprocken? Das verstehe ich bis heute nicht. Warum kannst du aus CC rausprocken? Wofür mache ich es überhaupt? Wofür stunne ich dich, wenn du eh danach rausprockst? Ist doch Bullshit, ja? Vielleicht hätte ich doch Accuracy Lead nehmen sollen, aber wer kann wieder wissen, dass das so eine ultra langsame Überstat ist, ne? Naja. Okay. Gott, der will mich da wieder wegtanken, ha? Huh? Aber was, wenn ich Rika picke? Rika und einfach dich, hä? Tja. Okay, er bannt Okeanos. Er tankt sich da halt voll weg mit seinem 44%. Wieso bin ich gerade so? Hier, hä? Tankt sich halt weg jetzt mit seinem 44% HP-Lead. So, Full Strip. Full Shield. Gree Bastard. Okay. So, wir reducen und resetten hoffentlich alles. Keine Ahnung, ob wir irgendwas bekommen haben. Ballern. Oh, die Spares dann auf der Erde ganz wild. Okay, das sollten wir haben. So, scroll den Molong. So, greedy wie ich bin. Hohohoho. Hohohoho. Komm. Ah. Ja, eh wurscht, hä? Okay, scheiß drauf. So, ich mache jetzt wirklich mal Pause. Ja, keine Ahnung, wir sind halt, weiß ich nicht, wie viele Dinger gedroppt, ne? Wo habe ich angefangen? Da habe ich angefangen? Da habe ich angefangen? Da habe ich angefangen, ne? Mit 1911. Ja, na gut, dann muss ich... Keine Ahnung, hier. Ich meine, mir fehlt jetzt ein bisschen die Übung, keine Frage, ne? Aber wäre es jetzt so ultra overpowered, hätte ich halt irgendwie trotzdem durchfahren müssen. Aber schauen wir mal, hä? Vielleicht. Oh. Okay, das könnte irgendwie mal so ein... Das könnte eigentlich ein YOLO-Cider-Spiel werden, oder? Oder ein Fairy King. Weil der macht irgendwie auch nicht viel Damage. Alles Poseidon picken. Die Frage ist, entweder Last Pick Bun oder Word Bun. Er hat halt kein Speed Lead, ne? Okay, ich glaube irgendwie. Irgendwie will ich. Ja, scheiß drauf, hier kommen. Dann wäre mal wieder 17.000 mal Revenge, ne? Hey, was machst du, scheiß Camille? Die bewegt sich irgendwie. Von alleine. Okay, er hat natürlich Hahn gebannt. Ja, wir gehen halt irgendwie. Na, wir gehen nicht mit Speed. Speed Lead. Wir gehen mit Attack Lead. Ich glaube nicht, dass der Jogun meinen Wunzer outspeedet. Ich habe jetzt keine Ahnung, was der für Base Speed hat und mein Wunzer hat auch nicht die besten Runen, aber wurscht. So, okay, habe ich eh gewusst. So, Revenge mich nicht, du Bastardo. Natürlich. Double Revenge, weißt? Es ist. Ja. Einfach nur Bullshit.
Oh, Double Stun. So, reduce the Anvil. Okay, reset the Anvil. Double Resist. Double Resist, das heißt, er boostet jetzt die Anvil und Anvil cleansed, außer wir stunnen. Oder sleepen. Ja, Gratulation, mein Freund. Hast wieder gewonnen, weil du besser bist als ich, ne? Wer's glaubt. Ich verliere halt wieder mal wegen RNG, ne? Schau. Wie oft revengen die bitte, hä? Das ist doch Schwachsinn, wie. Jetzt kann man wieder sagen, ja, hätte ich Word gebannt, aber... Deswegen hasse ich diese Teams einfach. Du brauchst bessere Units, bessere Runen, besseres das. Und dann hast du immer noch diesen RNG-Faktor drin. Das hast du einfach nicht, wenn du cleavst. Cleave, du musst outspeeden und du musst genug Damage machen. Fertig hier. Wieder so ein Motherfucker mit Wörter. Du gehst mir auch schon am Sack hier. Alle auf einmal wieder mit Wörter. Ich weiß eh warum, ja, aber trotzdem, es ist übelst nervig hier. So, wir bräuchten irgendwas overpoweredes mal mit Damage, ha? Huh? Soll ich Ciara picken, ja? Huh? Oder mal Genny versuchen. Lass mal irgendwie Genny versuchen und den Word bannen. Sonst hätte ich irgendwie überlegt, ob ich Lulu bann. Okay, bannt natürlich meinen Damage-Dealer, mir jetzt gedacht. Wir nehmen Accuracy Lead. Oh scheiße, Genny hat einen besseren Accuracy Lead, aber ist eh eine Lüge. Ja, wie killen wir Molly, wie killen wir Juno, wie killen wir Ragdoll, wie killen wir Lulu? Ich weiß es nicht. So, aber wir können dich mal scrollen. Full strippen hoffentlich. Was haben wir nicht bekommen? Resetten. Haben wir bekommen. Resetten. So, was machen wir jetzt? Sowas, ne? Was ist das hier? 100% Resistance Ragdoll oder was? Jesus! Okay, wir stunnen trotzdem. Soll ich irgendwas resetten hier? Nein, irgendwie will ich nicht gerade. Okay, Pushbacken, die Lulu soll sterben. Oder auch nicht, ich meine, wir machen ja absolut, absolut negativ Damage. So. Ja, ich kann Ragdoll resetten, weil Juno haben wir eh resettet. Dann lass uns Juno arbeiten. So, dann lass dich. Okay, stun den Ragdoll, wenn es geht, die Molly. Was ist mit dem Ragdoll hier? Weg mit dir. Ist ja unglaublich. Schau. Was mit dem Ragdoll? Sagen wir nicht, dass ein 100% Resist. Jo, natürlich proppt der 2, jo. Siehst du, das kotzt mich so an hier. Ja, aber will ich das, hä? Huh? Was? Was gehst du mir im Sack mit deinem scheiß Emote-Dreckslacker? Wo sind meine Vioprox? Wo sind meine Vioprox? Stun! Okay. Ragdoll sollte man finishen, wenn er sich Vioprockt. So, ich habe keine Ahnung, lass... Keine Ahnung, dich resetten. Ich
Kill den Shell Strike, oder? Hat er negativ Damage, ne? Hör auf, mich zum Emote spammen hier, du Noob, mit deinem Rector. Oh, scheiße, wir können Molly jetzt... Oh mein Gott, hier. Wir können jetzt Molly ja nicht mehr trappen. Wir müssen irgendwie die Juno killen. Kommst du vor... Oh mein Gott, jetzt kommt wieder so eine scheiß Molly. Reset Molly. Ja, scheiß Juno heilt jetzt wieder mega. Oh mein Gott, ja. Hör auf mich zu spammen, ihr Wichser, was er da glaubt hier, was. Ja, freu dich hier, Spacken hier. Ja, was geht mir am Sack hier? Scheiß die Wandern hier. Ich schwör, ich sollte endlich mal aufhören, aber. Es macht halt irgendwie. Ja, keine Ahnung hier. Wir haben halt mit der Combo echt null Damage, ne? Das ist halt wirklich scheiße. Oha. Und Hahn macht halt auch nichts hier. Okay, die Rune kann man ja irgendwie auch noch ein bisschen. Gott, teilweise, ich will gar nicht. Meine Rune sind teilweise irgendwie so scheiße hier. Ich meine, okay, die restlichen sind gar nicht so übel, aber. So, was hat er da jetzt? Okay, einen Speed Lead. Na gut. Okay. Ja, wir bannen natürlich den Fairy King. Er wird entweder Wunser oder Hahn, schätze ich, bannen. Na, wer hätte es gedacht, ja? Tolle. Wie oft haben wir. Jetzt habe ich was. 15 Matches gespielt. Wie oft haben wir Wunser bis jetzt in Action gesehen? Zweimal, wenn überhaupt. Das war eh so klar. Oh, und es ist wieder ein Swift Genny, hey. Mann. Resisted. Ja, was geht da mal wieder am Sack mit so einem scheiß Emote, hä? Hast sowieso gelackt. So, wir können dich killen. Dann kriegen wir einen extra Turn. Und können hoffentlich den Chongi stunnen. Schau, Myoprog. Weißt, ich meine, sei mal nicht böse, ja? Resist. Proc. Stell dir vor, ho, Stun. Na, warum auch? Warum auch? Weißt du, schau, das sind Matches, ja, die ich gewinnen. Ich sage nicht, dass wir es verlieren, aber ist ja wurscht, ja. Die ich gewinnen müsste, ja, und die ich verliere wegen Bullshit, ja, aus keinem an. Okay. Ich habe jetzt keine Ahnung, warum er gelieft ist, aber mir soll es recht sein. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, er hätte das irgendwie vielleicht gewonnen, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber einfach Bullshit, oder? Ehrlich. Es ist... Wie kann ich ein Spiel so designen hier, ohne Scheiß? Wie kann man sowas machen hier? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde diese, meine RT-Seasons sind immer schlimm, ja. Aber diese Season finde ich extrem schlimm. So. Scheiß drauf hier. Wie schnell bist du eigentlich? Gott, hey, warum 300 Speed Okeanos hier? Und wieso haben auf einmal alle... Muss ich dich bannen, hä? Komm. Wir haben eh zwei Speed Leads. Okay. Ja, wir machen es hier. Obwohl es auch schön. Na, war eigentlich dumm hier.
Ich hätte den Striker als Speedlead nehmen sollen. Wir haben eben höheren Base Speed, keine Chance, dass er uns outspeedet. So. Suck it. Nice. Okay, Ciara mal nicht bekommen, aber scheiß drauf. Lass auf Fragen gehen hier, keine Ahnung. So, sein Ragdoll pusht halt jetzt. Na, jetzt wieder mal einen Hahn scrollen. Logisch. So, Strip Ciara. Natürlich nicht. Der einzige Ding, der wichtig gewesen wäre, den Will zum Strippen. Tschüss, Okeanos. Ja, Wasser Okeanos, ne? Warum verliere ich das hier? Warum verliere ich das? Jo, wieso hat er das immer ready schon wieder, ey? Fick dich doch. Proc. Wieso kann ich nicht einmal einen Bio-Proc kriegen hier? Wieso krieg ich nie Procs hier? Versteh's nicht. Ja, bist du lustig hier mit deinem scheiß Emote hier? Wieso habe ich den Fight gerade wieder verloren? Ich habe keinen Plan hier. Ich bin nur Punkte droppen eigentlich. Okay, letzter jetzt hier. Vielleicht auch nicht. Ah, meine Fresse hier. Das bringt mir gar nichts hier. Da hätte ich genauso gut weiter cleaven können. Oha, okay. Ist natürlich schlecht, ne, wenn er dann meine Units pickt. Ja, keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Ich scheiß jetzt drauf. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie sehr der mein Team Sinn ergibt, aber ich wollte jetzt einfach mal Kinky picken. Und ich hoffe, er pickt nicht irgendwas Overpowered als Last Pick, weil dann würde ich nämlich Ciara bannen, ha? Huh? Aber was mache ich wieder? Ja, sehr wurscht hier. Ich wusste es. Ich wusste, dass eine Diana kommt. Er bannt sicher Kinky, oder? Okay, tut er nicht. Naja. Schauen wir mal. Das Ding ist halt... Kinky kann halt nicht gekrittet werden. Also ist seine Diana nicht das Problem. Was ist hier? Wird das noch was heute? Also, wer kriegt Turn 1? Er kriegt... Leck. Wieso leckt es manchmal hier? Wieso leckt? Hallo, hör auf zum Längen hier. Was packt das manchmal? Das check ich auch bis heute nicht. So. Ja. Mach was Vernünftiges. Das war sehr vernünftig. Ja. Warum hier? Meine Fresse. Full Teams dann. Ja, das kannst du nicht vergessen. Ja. Digga, wir haben Max Resistance. Hey. Wie? Weißt du, dass ich... Ich weiß nicht, dass ich echt nie ein bisschen Glück hab? Nie? Wir haben Max Resistance mit Kinky. Der Okeanos dann trifft, seine fucking Rolle trifft, irgendwas mal, funktioniert irgendwas mal bei mir. Schau.
Was soll ich denn machen dagegen? Ich weiß es nicht. Ja, toll, wir kriegen mal einen Bioprop. Wahnsinn. Wer braucht es jetzt, hä? Ja, gut, hä. Mein Kinky kommt dann auch nie wieder aus der Scheißrolle raus, ne? Und das Ding ist halt, sein Pontus hat er noch nicht mal irgendwie dritten Skip. Schau, er kriegt halt schon wieder einen Bioprop. Ist eh wurscht, ja? Ist eh wurscht. Macht eh keinen Unterschied, ob er den Bioprop kriegt oder nicht, ja? Stun ihn. Du hast eh wieder Reset ready, ne? Nein? Okay, mach mich stolz, Jump. Hm? Ja, absolut nichts gebracht. Außer, dass uns Diana wieder stand, ne? Ich schwör's euch. Ist kein Deutsch. Stunning. Kein Deathbreak oder irgendwas. Resist. Was? Kein Bioprop hier? Wo ist mein Deathbreak? Ist eh wurscht, der braucht man eh nicht, aber ich sag mal. So, Kinky. Jetzt macht der dritten Skill mal. Hat ihn sich halt genau dafür aufgehoben, ist eh klar. Zwei Runden Dingens, hä? Kommst du an mich? Nein, wird mich nicht, oder? Wie? Wie? Dass wir nichts resisten? Ja, war eh klar. Attack Bar Reduce, resisted. Also nicht resisted. Ich meine, ihr habt es gesehen, ne? Der 93 Resistance. Was willst du noch mehr machen? Heftig. Also. Ja. Ich drop mehr Punkte, als was ich gewinne. Und keine Ahnung, was. An was liegt's hier? Wirklich. Wie viel Speed soll ich noch mehr haben, zum Beispiel? Es macht keinen Unterschied, ja? Ah, ja. Na gut. Er hat Double Speed Lead. Okay. Jetzt haben wir halt irgendwie ein Problem. Ich habe halt keine Double Speed Leads gerade. Oder? Ist ja wurscht. Ich mach's halt irgendwie trotzdem hier. Keine Ahnung. Okay, der Handpick war jetzt auch dumm hier. Der Handpick war jetzt auch mega dumm. Er bannt sicher mein Fairy King. Und ich muss Chiana bannen. Skywalker, hey. Er ist der richtige Vader jetzt, kann man nichts sagen. Jupp, habe ich eh gewusst. Ja, komm. Accuracy Lead. Schau mal, vielleicht haben wir ja mal Glück, hey, und wir resisten den Strip von seinem Striker, hey. Könnte ja passieren, oder? Oh, wieder so ein schwuler Swift-Genny, hey. Ja, ein Resist haben wir bekommen, hier. Unglaublich. So, ja, was soll man machen, hier? Ja, ich muss, glaube ich, stunnen, auch wenn ich gern Ciara resetten würde, weil die killt jetzt meinen Hahn. Resist! 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 Warum auch? So. Keine Ahnung. Okay.
Glaubst du, wir können dich deathbreaken, ha? Huh? Schau, und wie kann sein Genny dazwischen cutten hier? Das ist doch Bullshit. Stun ihn. Full Team Stun. Okay. Oha. Chunk Punk kommt auch mal dran und hat sogar Skills hier. Aber wieder kein Bioproc oder irgendwas hier. Nicht, dass er überlebt, ha? Huh? Das gewinnen wir auch nicht mehr. Gott, diese Matches sind so unglaublich schlecht hier, wirklich. Ja, war eh klar. Ich weiß nicht, was. Ich meine, okay. Das war vielleicht ein bisschen Fail-Pick von mir auch, kann man nicht sagen. Also der. Da hätte ich halt irgendwie wirklich einen zweiten Speedlead gebraucht. Da hätte ich jetzt irgendwie eine Vanessa picken müssen, so ungefähr. Also das war halt, ja, kann man nichts sagen, aber. Ja. Keine Ahnung hier. Oh, Antares. Hm. Keine Ahnung. Okay. So, Speedlead brauchen wir eh nicht. Okay, was machen wir? Dich resetten. Naja, nicht so übel. So, Pushbacken. Und Recast-Stuns und Dots oder so. Wir haben, glaube ich, die Spares dann auf. Pose für ihn bekommen. Oh, er kriegt schon wieder Weihbrock. So, Attack Bray. Der war auch nicht schlecht. So. Ja, lass stunnen hier. Warum aufheben? Schau sie an, hey. Sein fucking Lich proppt das 17. Mal schon wieder. Na gut, ich weiß nicht, ob er überhaupt schon geproppt hat. Ist ja wurscht. Aber seine Scheiße, der Jen hat auch schon wieder geproppt hier. Das ist doch Bullshit hier. Stun. Muss ich mal meine Myoprox hier? Okay, da ist einer, nicht schlecht. Sleep. So wäre es ja eh geil, ja? Wenn irgendwie alles klappt, ist ja was anderes, aber. Okay. So, jetzt mache ich wirklich Schluss dabei. Ja. Erfolgreich irgendwie was? 25, 35? Ich glaube 34 Punkte, oder? Mal weniger als zum Start. Ja, läuft. Na gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ich mache dann noch die, wie viel haben wir noch? Mit 12. Ja, die mache ich dann später. Danke fürs Zuschauen und ja, bis dann.